Ziggy, ihr seid hier Führender in der Wertung nach dem ersten Tag. War das zu erwarten? Nein, zu erwarten war es eigentlich nicht, weil normalerweise der Kalim im WRC sollte also schon schneller sein, aber jetzt haben wir noch Eingewöhnungsschwierigkeiten. Und bei uns ist eigentlich die Rallye den Umständen entsprechend problemlos verlaufen. Also war jeder mal irgendwo ein bisschen in der Schneewand, aber so ist eigentlich super gelaufen für uns. Profitiert ihr heute vor allem auch durch euer Know-how? Das Know-how vielleicht nicht, aber der Hermann ist halt heuer schon zwei Winterrallyes gefahren und da bekommt man jetzt Gefühl dafür. Danke. Wie ist es denn bisher heute gelaufen? Ganz gut. Tricky für mich. Ich komme ja an und für sich von der Rundstrecke und kämpfe ich natürlich mit Eis und Schnee. Bis auf ein paar kleine Hopperlaus war es aber eigentlich ganz gut. Ist es heute eine sehr große Problematik, ohne das Bike-Reifen über diese Prüfungen zu fahren? Ja, meiner Meinung nach schon. Vor allem, es wird gefährlich in den schnellen Ecken. Läuft man schon Gefahr, sich richtig wegzulegen ohne Spikes, aber ich bin nicht der Veranstalter, also das müssen die selbst wissen. Was sind deine Ziele für dieses Wochenende bei der Oberland? Nachdem ich zum österreichischen Saisonauftakt damit beschäftigt war, das Auto wegzuschmeißen permanent, werde ich jetzt versuchen, das nicht zu tun dieses Wochenende und mal schauen, dass ich ein halbwegs vernünftiges Ergebnis einfahren kann. Gute Idee, danke. All the stages were very, very tricky because of the snow and ice. You never knew what to expect behind the curve because it was unable to predict ice on the road. So we went off. One time we lost 2 minutes, but I am very pleased with the results on the special stages when everything was okay. Straight thinking and cross track. My world is this way, and my God is too fast. Straight thinking and cross track.
Yeah.
Ja, da kommt der Föhn halt nur für besser schon. Thank you.
Ja,
Come on.